Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Morgen ist der Tag der Tage, Freunde. Da kriegen wir eine Lunchbox. Jawohl. Oh, ich freue mich. So, wie viel noch? Ah, morgen ist der Tag der Tage, da kriegen wir zwei Lunchboxen. Nice. So wollte ich das sehen. So, wir hatten den Hosenkobold heute, aber erstmal, wenn ich schon die Eins hier sehe, die Eins ist Joshua. Joshua, herzlich willkommen bei uns in Le Vault. Joshua, ich habe auch gesehen, dass du auf Discord vertreten bist. Mal gucken, wenn du mitspielst, dann werden die Arbeiten leider zurückgesetzt, aber das macht ja nichts. Kakerlaken. So, ja, Fallout Boy meinte, es kommen jetzt Red Skorpione. Ich finde die aber nicht so schlimm. Ich habe die im Hardcore-Modus schon gehabt, also die kriegt man sehr früh. Und das Schöne an Red Skorpion ist einfach, die breiten sich nicht aus. Also wenn der hier rauskommt, sagen wir mal, der kommt hier raus und da ist keine Sau drinne, ja, dann buddelt er sich ein und kommt einfach woanders raus. Also der verbreitet sich nicht, der bleibt einfach cool. So. Dann, Jeremy, bist du die neue Eins. So, wer mitmachen möchte, einfach eine Nummer wählen von diesen vorhandenen Leuten und dann sind wir alle glücklich. So. Für die Hardcore-Spieler natürlich, geht auf Discord, da könnt ihr Roleplay machen. Und du wirst erstmal, was wirst du denn machen? Ich weiß noch nicht, ich laufe mal in der Vault rum, für dich finde ich noch Platz. Gar kein Problem. So, und was meinte Deadline? Ich habe mich verguckt. Ich und mich verguckt? Das passiert doch nie. Wo ist das denn? Auf Kräuterzug. Da, in geheimer Mission, der lebende tote Briefkasten. Tatsächlich, kann das sein? Questanmeldung? Lieutenant und ich würden gerne die Quest Aufstieg durch die Ränge machen. Wo hab ich denn geguckt? Ja, aus. Tut mir echt leid. Passiert. So, dann nehmen wir Baxi. Dann nehmen wir Lordi. So. Und zusammen bekommen sie eine Anzahl von 9 Stims. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Alles klar. Ich würde sagen, ich ziehe die Stims jetzt erstmal ab. So. Deadline. Nee. Baxi. 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 Ah. Ich komme immer durcheinander mit Baxi und Deadline. Ich weiß nicht, woran das liegt, Leute. Ich habe keine Ahnung. Alles klar. So. Diese Shotgun musst du leider abgeben. Bitteschön. Auf geht's. Den Weg frei machen. Ich habe mich jetzt nicht verguckt, ne? Jetzt Aufstieg durch die Ringe. Alles klar. Okay. Das wollte ich doch nur wissen. Okay. So, wie viel Geld habe ich mittlerweile? Das muss ich jetzt mal ganz kurz hier live gucken. Ich habe heute nicht wirklich viel geschlafen. So. 1364. Das langt noch nicht, ne? Das langt noch nicht. Ich bin jetzt auf Stufe 7, 3 Level brauche ich noch, ne? 800, 900 sind 1700. Oh Gott. Plus 1000, 2700 brauche ich insgesamt, ne? Das dauert noch lange. Das dauert ja noch echt, echt lange. Naja, ich habe. Komm mal mit. Was hatte ich beim. Was hatte ich. Mit meiner Kleidung passiert.
Oder habe ich sowas getragen? Ich weiß es nicht. Weißt du was? Ich nehme einfach die hier. Dann passt das schon. Eine rostige Laserpistole. Achso, haha. Stimmt. Oh, ich dachte schon, meine Waffe ist weg. Hab mich schon gefreut und dann habe ich mich erinnert. Ich habe ja selbst eine gebaut. Haha. Alles klar. So. Hier vom Bionix. Uff. Pascolina. Eine Schaufel. Ein Mikroskop. Ein Globus. Ein Brahminleder. Noch ein Globus. Alter Schwede. Ja, das ist deine Ausbeute. Herzlichen Glückwunsch. So. Und ihr holt mir Kronkorken, ja? Finde ich gut. Oh, nichts Bedeutendes dabei. Okay. Dann haben wir hier. Julian! Oh, der Kleine ist tot. 8 Stunden. Immerhin? Alter, immerhin. Aber 1000 Kronkorken für dich. Das bist du nicht wert! Immerhin, eine Kamera, ein Mikroskop, Superkleber, Braminleder. Damit kann man ordentlich Geld holen. So, und ich. Wo bin ich da? Evil, geh du mal da oben. Du kommst mal da an. Ich gebe mir meinen Hund, der wirklich. Keine Ahnung. Herstellungszeit ist wirklich. Ist am Arsch. Ist am Arsch. Alter. Ach, ich muss den erstmal ausziehen, ne? Okay, pass auf, Leute. Ich gucke mir mal an, wie viel Geld ich für ihn bekomme. Ich brauche Geld. Und das Haustier ist scheiße. Oh. Der ist ja was wert. Ich gucke erstmal, weiß nicht, will ich den behalten? Ich meine, minus 7% Herstellungskosten. Weiß ich nicht. Das, bei 1000 Kronkorken sind das schon 70 Kronkorken. Naja. Ist jetzt nicht so viel. Bei 10.000 Kronkorken sind das 700 Kronkorken. Ja, aber ich glaube nicht, dass er es wert ist. Ne, sagen wir es mal so. Zieh mal. Hier haben wir es noch hier da. Söldnerausrüstung an. Und daraufhin verkaufe ich dieses Outfit hier an die Vault, weil die Vault kann es besser gebrauchen. Ich bekomme dafür natürlich gerade mal 80 Kronkorken. Aber es ist immer noch besser als nichts. Es ist besser als nichts. Okay, dann bekommst du jetzt dieses Outfit. Zack. Jetzt müssten wir ja. Ich muss mal in der letzten Folge gucken, ob ich damit schon rausgegangen bin. Weil wir hatten doch schon mal so eine Kleidung. War das vielleicht gar nicht meine, die ich gefunden habe? Hatte ich sie einfach nur an? Das muss ich prüfen. Dann muss ich mir die. Ich ziehe mir jetzt erstmal die 80 Kronkorken wieder ab. Nur für den Fall der Fälle, dass das nicht meine Rüstung war. Aber wir hatten doch noch eine andere A5-Rüstung. Wo ist die hin? Weil die müsste ja hier auch vertreten sein. A3. A3. Das ist die A5. Ich weiß, dass wir eine A5-Rüstung hatten. Habe ich die mir gegeben aus Versehen? Jetzt habe ich gedacht, ui. Bin ich so glücklich? Und? Ah, Bauhausratten, alles klar. Gut, da wollte ich eigentlich jetzt gerade hinspazieren. Und zwar mit
Wo ist der Gute? Wo ist ein Kobold? Wo ist ein Kobold? Oh, die sind schon weg. Schnell ging das denn? Hätten die noch nicht noch da rein müssen? Egal. So, 10.000 von 50.000 haben wir schon. Nice. So. Fallout Boy hat überlegt, zwischendurch rauszugehen. Deswegen gehst du einfach mal raus mit deinen Stims. Also, ich werde 3 Stück mitnehmen, sagt er. Alles klar. So, 3 Stück erstmal wegnehmen. Von voll 3 Stim. So. Und mit diesen 3 Stims kannst du nun losziehen. Bitte schön. Halt, du bist. Hä? Oh, spiel doch nicht. So. Dann guck mal, was du Schönes bekommst. Mit Jump, mach den anderen Kram. Der Hosenkobold hätte gern eine Glatze. Da ist sie doch. Glatze. Sehr schön. Das macht 250 Kronkorken, bitte. Für den Hosenkobold. Sehr schön. Aber ich würde sagen, soll ich die Frisuren jetzt schon reinstellen oder soll ich warten, bis wir Stufe 2 haben? Weil dann macht es irgendwie auch mehr Sinn, ich finde. Mal gucken. Sagt einfach Bescheid, ob ich jetzt schon die Frisuren reinstellen soll. Für Deadline nützt das jetzt auch nichts. Okilidokili. Was haben wir hier denn noch? Shop Green. Ach so, das ist der Raum für die Ödländer. Ich habe mich schon gedacht, wo kommt der denn her? Okay, Shop Green. Oh, das ist immerhin schon Stufe 15. 15. So, Jessin. Ich glaube, jetzt sind alle, die Stims hatten, oder die mit Stims raus wollten, draußen, ne? Ja, gut. Ich würde sagen, geh mal raus. Verdien dir dein Glück. Mrs. X. Fallout Girl. Was macht Fallout Girl hier? Okay, ich muss sowieso noch heilen. Habe ich hier aus Versehen jemand anderen zu stehen? Da auf jeden Fall nicht. Bendova. Nein. Stand da nicht gerade S5? Bin ich blöd? Ui. Also irgendwas mit meinem Kopf stimmt gerade nicht. Ich hätte schwören können, steht S5. Ah, die Reihen lichten sich. Beeilt euch mit eurem Training, Leute. Beeilt euch. Ah, das dauert noch 2 Tage. Naja, Julian auf jeden Fall. Der wie jetzt nicht mehr da ist. Vielleicht, weil ich ihn rausgeschickt habe. So, okay. Büro. Ah, schade, nichts mitgebracht. So, Monkey Sass. Oh, immerhin Sci-Fan-Outfit. Und ein Mikroskop. Und eine Schaufel. Nicht schlecht. Aha! Okay, ich darf mir die 80 Kronkorken doch geben. So, er hatte sie. Du kleiner dreckiger Schuft. Gut, die laufen noch. Bisschen läuft noch. Mehr habe ich nicht rausgeschickt. Ich hätte schwören können, ich habe gestern 5 Stück rausgeschickt. Na gut, es sind 10 Leute unterwegs. Kommt hin. Aha, Kara.
Komm zurück. Naja, Ödlandsausrüstung gefunden. Immerhin. Und eine gehärtete Jagdflinte hast du jetzt an. Alles klar. Oh, Tywin. Eigentlich nichts gefunden. Na gut, dazu. Das dazu. Ja, Hosenkobold kriegt eine neue Friese. Wir stellen die letzte Rüstung her. Und... ach, Julian, da unten bist du ja. Ah, okay, er wollte doch raus. Er möchte nämlich weiterhin Wahrnehmung trainieren. Sportraum. Waffenlage, was war Wahrnehmung nochmal? P. P, P. Ah, was bringt einem nochmal P? Warum ist er so happy über P? Ach! Ah, ich weiß schon, der wird öfter schießen. Ja, ich verstehe. Gucken wir mal an. Was hat er denn für P-Werte? Wahrnehmung 2 und du willst auf 3. Alles klar. Ach, Hosenkobold hat letzten Samstag noch was geschrieben. Ein Vorkriegsvorstädter. Ja, wenn du vom Friseur zurück bist, kannst du das machen. Wieso habe ich das nicht gesehen? Warte, ich markiere mir das mal ganz kurz. Werkstatt. Als ungelesen markieren. So. Jetzt weiß ich Bescheid. So, was wollte ich jetzt machen? Ach genau. Die Sporthalle. Und ich würde Julian damit noch ein bisschen Geld abziehen. Take money aus der Bank. Julian. Ich habe einfach mal Juli. Das wird schon passen. So, 300, ne? Irgendwie passiert ja nichts. Remove. Money. Bank. Juli. 300. Ich habe Julio geschrieben. Ah, jetzt hat es funktioniert. Alles klar. Oh. Hast aber nur Glück gehabt, mein Freund. Da bist du noch mal entkommen aus der ganzen Scheiße. Ich glaube, da war es hier drin. So, und dann haben wir Bruder, den ich irgendwie die ganze Zeit übersehen habe. Der möchte gerne sein E auf 6 trainieren. Das kannst du machen. Gar kein Problem, du musst nur kurz die Welle hier an Gegnern aushalten. Solange ziehe ich dir mal das Geld ab, ne? Ja, so schön von der Bank 600 abziehen. Und das von Bruder. Hä? Bruder, was ist los? Ihr habt die richtige geschrieben. Achso, ich hab's falsch rum gemacht. Ha. Ich wollte gerade sagen. Wenn man den Namen richtig schreibt und ich weiß, was falsch ist. Ah, Brown da. So. Jetzt haben wir's. Jetzt sind wir alle glücklich. Du darfst dein E trainieren. So. Jo, jo, jo. Und alle sind happy. Und morgen, Leute, ist Lunchbox-Zeit. Oh yeah. Du kannst weg. Machen wir kurz hier ein bisschen aufräumen. So, perfekt. Okay, Leute. Ich würde sagen, damit war es das tatsächlich für heute. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder mit 2 Lunchboxen. Und wenn sich Lero langsam entscheidet, was er mit seiner Tierbox machen möchte, vielleicht sogar noch eine Tierbox. Das wäre es doch. Große Auspackzeit. 10.000 Kronkorken, komm schon. Ah. Das ist schon mal ein Teil, ne? Das ist keine 50.000, aber wir sind nah an den 10.000. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.